Mal sehen, wo sie denn wahrscheinlich ganz unten die kleine Elise untergebracht haben und ob es ihr gut geht und was mit Alvin ist. Hat er uns wirklich betrogen? Ich glaube es ja nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich mag den Typen nicht, aber... Au. Zu doof. Wer macht denn das immer? Meine Güte, hallo. So. Au. Ach. Ich habe mich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. So, das reicht fürs Level Up für den guten Ruin. Krankheiten, Angst. Wieder was Neues dazugelernt. Ja, obwohl ich schon, ich glaube, wie viel? Die 44. Folge ist es, glaube ich. Und trotzdem lerne ich immer noch dazu. Zig Stunden schon gespielt, finde ich geil. Kommt immer wieder was Neues dazu. Intelligence. So. Ach ja, das war der Sirup, genau. Jude darf nochmal heilen. Inzwischen macht das ja irgendwie sein TP kaum noch einen Abbruch. Gut. Oh, es sind mal ganz schön viele hier. Und zuerst den Techniker, bitte. Denn die werden mir wieder am meisten auf den Geist gehen. Wie immer. Now our powers combined. I'm on fire! Wunderschön. 280 Experience. Kraut, Kronenfeder und Trank des Lebens. Den habe ich ja Gott sei Dank schon eine ganze Weile nicht mehr gebraucht. Und so darf es auch gerne bleiben. Wolltest du dich für uns verstecken? Objektsucher. Ja. So. Und hier wird es dann wahrscheinlich wieder in die nächste Ebene gehen. Oder halt nach rechts, je nachdem. Oh. Verzweigtes System hier. Den gehen wir erst runter. Riesenmuschel. Perle? Okay. Also ich freue mich schon darauf, Exodus wirklich in die Suppe spucken zu dürfen, nachdem sie so viele Menschen... Jetzt habe ich Angst. Da hinten ist Elise. Elise! Alvin! Alvin! Pull yourself together, Alvin. The gang's all here. I thought this was up to me. I'll heal you right away. Elise? Sie haben Tipo. Nein, haben sie nicht. What should I do? What's wrong? You appear unhurt. And look, Tebow's here too. Glad you're okay. Hey, let's play. But first, give me a name. Huh? Hey, let's play. But first, give me a name. What's going on? Hey, let's play. But first, give me a name. One of the Exodus agents ripped something out of Tebow. And that's all he's been saying since. So, he really was just a machine all along. A toy.
A toy? Yeah, a stuffed animal designed to move and talk by itself. He wasn't a toy. Er war ein Freund. Friend. Alvin, what happened to the Exodus agents? I killed one of them. The other gave me the slip. Good work. What about Tipo? If we can get back whatever they pulled out of him, maybe he'll go back to normal. When did the Exodus agent leave? Ages ago. Then the trail is cold. Trying to retrieve whatever they took will be a waste of time. We need to get moving. But couldn't you do both? Can't you help? If you wish to search for Exodus, I won't stop you. But that means we'll have to part ways. Very well. Let's get back to the city. Ta-da! Look! Look, everyone, look! Check out my awesome new duds! Not bad, not bad. Might look a tad classier if you cut off the price tags. Aber ich werde ganz sicher nicht zurückgehen. Elise dürfte erst ordentlich Punkte haben. Oh ja. Ordentlich Punkte haben. Das kann jetzt ein wenig dauern. Eigentlich brauchst du ja keine Angriffskraft. Ich werde das trotzdem 2 Punkte da reinhauen. Damit ich das hier voll sicher werde. Sehr schön. Intelligence, auch für sie jetzt. Psyche. Beweglichkeit brauchst du eigentlich nicht. Abwehr kriegt sie immer noch ein bisschen. Abwehr kann niemanden schaden. So, und damit hat sich das Netz ausgeweitet. Ach so, so. Das heißt, wir können hier noch ein bisschen in Magie hauen. Und geben mir sogar noch ein bisschen Leben, sehr schön. So, und das gleiche jetzt nochmal für Elvin. Digit. Das sieht doch gut aus. So. Ich glaube, Alvin hat jetzt sogar am meisten Angriff. Ich werde ihn mal 4 Oh nein, Anführer ist Jude. Für die kleine Elise reinpacken. So. Sehr schön. Von hinten hat's gezählt. Wir haben schon einen wunderschönen Vorteil. Und dann. Boah, hat Elvin HP. Heilige Mama Mia. Nicht schlecht. Ready?
Nicht schlecht. Sirup dreimal, Kraut. Sehr schön, sehr schön. Riesenmuschel. Oha, haben wir Glück gehabt. So, beide auf einen Schlag getroffen? Ich glaube ja. Ah, nicht ganz. Sehr schön, aber... Oh! Fertigkeitsbuch Heiler, okay. Und guck mal, was wir beim Laufen übersehen haben. Na, meine Güte. Ich könnte jetzt hier runter. Frage ist, wollen wir das schon? Oh, hallo, kommt da mal klar mit eurem Leben hier. Heftig, was geht denn jetzt ab? Habe ich das nicht noch gerade gesagt? Gott sei Dank haben wir den schon lange nicht mehr gebrauchen müssen. Skiller Strike. Kronfedern, sehr schön. Frage ist, gehe ich jetzt runter oder nicht? Ich gehe runter. Aber erstmal sollte ich, glaube ich, alle heilen. Ach, sei ruhig. Perle, sehr schön. Ha. 3000 Gold. Hostels. Mysteriöse Perle, okay. Den Kampf kann ich anscheinend nicht entrinnen. Macht auch nichts. Let's do this. 290, na Mensch. Und Jude und Leia sind schon bald wieder soweit. Bereit fürs nächste Level up. Ah, okay. Oh, coole Attacke hier von Evan. Ich komme mir echt stärker mit ihm vor, muss ich ja mal sagen. So, hier unten habe ich jedenfalls nichts mehr gesehen. Das heißt, wir klettern wieder hoch, wenn es noch geht. Richtig. Und dann war ja hier, glaube ich,
Genau. Ja, gut, dann gehen wir halt zurück in die Stadt. Ach so, oder auch nicht. Jetzt darf ich den ganzen Weg ernsthaft zurücklaufen? Ach man, ihr seid echt scheiße manchmal. Wieso ist hier noch ein Gegner? I'll handle this. Schaut euch an, wie schnell wir die TP wieder kriegen bei Jud. Also wir können jetzt ohne Probleme Attacken verwenden. Das ist echt geil. Aber ich möchte meine Art verändern. Bei Jude. Die Dämonenfaust geht weg, dafür kommt Wasserschwung. Ah ja, ich denke Wasserschwung. Ich bin verwirrt. Es scheint so, hier sind auf jeden Fall noch Gegner. So, der erste Gegner ist schon weg, dank meinem Skiller Strike. Lass zum Auf uns schießen bitte, dankeschön. So, und Level Up für Leia. Für Jude ist es dann im nächsten Kampf soweit. Deswegen warte ich jetzt auch noch. Ach ja, kann ich jetzt? Nein. Natürlich nicht. Okay, die Gegner unten sind auch wieder da. Ah ne, die habe ich hier übrig gelassen. Hopp. Und hopp. Nee, sorry, nochmal kämpfe ich nicht gegen euch. Da habe ich gar keine Lust zu. Alberne Brille, cool. Hab ich die Kiste übersehen oder? Nee, gut. Nee, komm, geh weg. Lass mich in Ruhe. Kannst du mich auch in Ruhe lassen? What? Ich denke, ah, verdammt. Einmal gegen die ganzen Piepen hier zu kämpfen reicht vollkommen aus. And finished. Guckt euch das an, die Gegner haben keine Chance und Jude, Level up, geil. Level 31, wenn ich mich recht entsinne. Ups. Ach
er sollte mal vielleicht ein bisschen Artverteidigung kriegen. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich ihm sonst geben könnte, von daher. Leia kriegt ein wenig Magie, vielleicht wird da ihre Heilung dadurch stärker. Das wäre ganz schön.